Planet Crafter im Prolog. Sieht so ein bisschen aus wie Subnautica, nur halt nicht unter Wasser. Gucken wir mal rein. Hallo zusammen, mein Name ist Fitzfuchs und wir gehen jetzt direkt auf Spielen, weil wir haben doch keine Zeit. Neues Spiel, Survival 1. Ich habe übrigens noch keinen Ton. Warum? Vielleicht kommt er gleich noch. Ah, okay. Also wie gesagt, das ist ein Prolog. Hier geht es erstmal, ne? Sitze ich gut? Oh, ich sitze ziemlich gut. Brauche ich da so Balken drüber, weil das so ist, oder was? Egal, ich bleib jetzt hier so sitzen. Okay, die Maus ist... kann ich die empfindlicher einstellen? Steuerung... Mausempfindlichkeit 3%. Wir gehen mal auf 12. 13. Audio. Ein bisschen besser. Okay, also so wird es, glaube ich, im fertigen Spiel. Also wir werden da wahrscheinlich landen mit einer Animation. Und dann sind wir hier auf diesem Planeten und dann müssen wir überleben. So ist wohl die Theorie in der... Okay, aber... Es geht nur mal darum, dass ich mir so ein bisschen Überblick hole. Ich glaube nicht, dass die Ressourcen im fertigen Spiel so frei hier rumliegen werden. Auch an der Animation wird sich noch ein bisschen tun. Ich denke, das ist nur mal, um so reinzugucken, was in welche Richtung das Spiel hier gehen wird. Ich werde gerade gleich ersticken. Das ist entscheidend. Hier gibt es Luft. Okay. Es ist dann doch ein bisschen wie Subnautica. Also mehr, als das ich dachte. Aber ja, wir werden natürlich auch Luft brauchen. Okay, was sollen wir bauen? Herstellen, einen Rucksack. Ausrüsten, einen Rucksack, einen Sauerstofftank. Ausrüsten, Sauerstofftank. Dann ist es wirklich... Ich meine, klar, wieso auch nicht? Wir sind auf Planeten ohne Atmosphäre. Klar, brauchen wir da Luft. Wie stelle ich hier was her? So nicht. Warte mal, wenn es wie Subnautica ist, gibt es da bestimmt was zum Craften. Ja, da. Herstellen. Sauerstoffkapsel. Zweimal Kobalt. Wasserflasche, ein Eisen. Wo ist denn der Rucksack? Rucksack, zweimal Eisen. Das ist schon derb geklont, oder? Jetzt haben wir mehr Slots. Also es hat natürlich ein paar Eigenheiten. Ist klar, ne? Aber warum ist das in der Sauerstoffflasche? Sauerstofftank. Kobalt. Magnesium. Der kostet wahrscheinlich Sauerstoffflaschen, oder? Nö. Was müssen wir denn bauen? Sauerstofftank T1, okay. Und wir brauchen 2 Kobalt, die haben wir. Einmal Eisen, einmal Magnesium. Also ein bisschen auf die Luft achten. Lithium, was hier alles rumliegt. Eis vor allem. Gut, die Animation, wir das aufsaugen mit unserem... Schon ein bisschen eigen. Ist das da Magnesium hier? Das ist Titan. Muss zurück. Ich möchte nicht ersticken. Da haben wir es doch. Ja, ich glaube, viel gibt es wahrscheinlich hier auch nicht, ne? So ein klein bisschen nur, aber warum auch nicht? Ich mochte Subnautica und jedes Spiel, was in die Richtung geht, das gefällt mir erstmal. Ja, lieber gut kopiert als schlecht selbst gemacht. Das sage ich oft genug. So, was haben wir denn? Können wir den ausrüsten? Ja. Ah ja, jetzt haben wir ein bisschen mehr Luft. Okay. Herstellen, Mikrochip-Konstruktion, ausrüsten, was. Wieder Magnesium.
Wir brauchen Silizium und zwei Magnesium. Zwei Silizium und zwei Magnesium. Okay, wir haben jetzt einmal ein bisschen mehr Luft. Das ist... Okay, wenn man weiß, wie es aussieht... findet man zumindest Magnesium jetzt leichter aus der Entfernung. Ich hab nur vergessen, wie Silizium aussieht. Oh. Na gut. Dann können wir auch Gebäude bauen, glaube ich. Mal gucken. Also mein Plan ist, heute so ein bisschen reinzugucken. Vielleicht so eine halbe Stunde, Stunde maximal. Weil, wie gesagt, es ist ein Prolog. Es ist eine Demo. Das Spiel kommt dieses Jahr raus. So der aktuelle Plan. Okay, jetzt, was drücke ich jetzt? Drücke F8, um Feedback zu geben. Och, erstmal nicht. Ne? Kann ich das ausrüsten? Sieht so aus. Herstellen Wohnabteil. Herstellen Tür. Herstellen Bohrer. Herstellen Windkraftanlage. Herstellen Bildschirm. Also das, was wir hier haben wahrscheinlich. Müssen wir bauen dann. Okay, das ist für die Dekonstruktion. Was ist das? Taschenlampe. Okay. Gut, also wir können jetzt was bauen, aber wie? Ah. Ah. Ah, cool. Cool. Cool, cool. Mhm. Bei einem Wohnabteil können wir direkt bauen. Aber wohin? Ja, kommt das egal, oder? Ah, Moment. Vielleicht müssen wir auch wieder so ein Fundament, ne? Ja, fangen wir mal mit einem Fundament an hier. Gut, wie gesagt, frühe Version, ne? Okay, wir brauchen mehr Fundamente. Noch ein Eisen. Und ich muss auch langsam was trinken. Und warum verliere ich eigentlich Leben? Ich wüsste gern, wo wir hier Wasser herbekommen. Kleiner Hinweis, starte in den Einstellungen als Beta. Leben ist Nahrung. Leben ist Nahrung, danke dir. Hey Jesse, und schön, dass du reinschaust. Du hast mir es ja empfohlen, ne? Ich guck mal rein. Als Beta starten kann ich jetzt nicht mehr, da müsste ich es wieder schließen. Was hat man denn dafür Vor- oder Nachteile? Oh, eine Kiste. Ui. Achso, das ist in der Kiste. Hätte mir das Leben ein bisschen erleichtert. Kürbiskerne. Moment, können wir die essen? Ah, die sind zum Pflanzen. Das können wir essen, oder? Ah ja. Du kannst länger spielen. Ach so. Ich will ja gar nicht so lange spielen. Also danke für den Tipp, ne? Aber. Weil es bringt mir ja nichts, wenn das ist. Wenn das dieses Jahr rauskommt. Guck ich am Arsch drüber? Nee, ne? Dass dieses Jahr rauskommt, dann werde ich es ja wahrscheinlich eh in der Vollversion spielen. Aus Eis. Ja, das klingt natürlich logisch. Jetzt ist natürlich folgende Frage. Wir sind hier auf einem Wüstenplanet, auf dem es offensichtlich kalt ist, sonst würde das Eis doch schmelzen. Oder bin ich der Einzige, der das gerade ein bisschen komisch findet? Eine Tür, wir brauchen Silizium. Silizium. War doch hier noch eine Kiste, oder? Kiste. Titan, Silizium. Zack. Genau, dann geht die Jesse, ich hab's schon, ne? Wohnabteil da. Machen wir mal eine Tür hin.
Aber wie gesagt, wie ich schon gesagt habe, es ist schon extrem von Subnautica abgeguckt. Aber wie gesagt, lieber gut geklaut, als schlecht neu gemacht. Ist etwas träge, aber es hat Potenzial, sagst du. Ja, das denke ich auch. Also, es ist eine Heizung, okay. Windkraftanlage, was sollen wir jetzt machen? Einen Bohrer. Wo baue ich denn den? Ah. Eisen, alles kostet ja Eisen. Auch vor allem Wasser, sonst sterbe ich doch, oder? Aber wie gesagt, es ist ja. Brauche ich auch Eisen. Es ist ja eine frühe Version und soll ja nur mal so zeigen, in welche Richtung es geht. Kann ich kein Eis saufen? Nein. Dann werde ich jetzt verdursten, oder was? Ich stelle immer alles in Frage, Hannibal, du kennst mich doch. Ah, okay, es wurde von kristallisiert. Okay, ich verstehe. Hannibal, ich verstehe. Okay, lasst mich kurz. Können wir jetzt Strom bauen? Ja. Darf das nicht oben drauf bauen? Oh, 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 oh. Abzug in der B-Note. Ja, komm, bauen wir es mal hier hin. Ist ja nur die erste Version. Kabel automatisch gezogen. Wunderbar. Hier gibt es auch Luft. Sehr schön. So, wie kann ich hier irgendwie Wasser herstellen? Platziere diesen. Was? Platziere einen Samen, das Gerät, um Luft zu erzeugen, oder was? Nee, stimmt nicht. Doch, Sauerstoff. Verbesserte Herstellung, verbesserte Werkzeuge. Maschinen, die erste Herstellung, okay. Soll ich den Bohrer hinsetzen? Das ist egal wo. Der Bohrer bohrt. So, jetzt brauche ich wahrscheinlich. Was will der haben? Bildschirm, Terra, da. Okay. Und wo? Wo immer der hin soll. Ich kann ihn nicht bauen. Bei dem war es kurz grün. Das Maschinenherstellungsding oder was? Muss ich die innen reinbauen? Mit mehr Eisen. Ich verdurste gleich. Ich bin dann eh tot, oder? Ja, da sterbe ich gerade. Boah. Jesse, ich kann mir nicht alles auf einmal machen. Ich kann nicht mehr Wohnabteile bauen und kann mir nicht das angucken und das angucken und dies angucken. Wie gesagt, für Tipps bin ich gerne zu haben, aber ruhig Blut, ja?
Ja, Eisen ist so ein bisschen das Sorgenkind hier, ne? Du das Projekt Zomboid rennt nicht weg. Und das ist was Nettes für meinen Hauptkanal. Als angefuchst. Deswegen habe ich es jetzt mal auspacken wollen. Überall, ne? Brauche ich nicht, brauche Eisen. Was noch? Okay. Ich weiß, dass ich die nicht brauche, Jesse, aber ich bin halt so jemand, ne, der uns ja sowas gerne baut. Jetzt fehlt Titan, ihr wollt mich doch verarschen. So, gucken wir, wie das aussieht, wenn wir das jetzt verbinden. Ah ja, das dockt direkt an. Ah ja. Cool, cool, cool. Ich sehe schon. Es... Ich hätte nicht verdursten müssen. Ja. So, herstellen. Jetzt müssen wir diese Plattform da. Was brauchen wir dafür? Geht trotzdem nicht. Ja, schön, aber soll ich das hinsetzen? Der Bildschirmbaupläne geht auch nicht. Oh, wahrscheinlich ein Tisch. Ah, ich muss auf den Boden stellen. Moment. Auch ein Eisen für Schreibtisch. Oder erstmal eine Kiste? Ah, wir können so ein kleines Lager machen, ne? Da geht's jetzt wieder mit mir durch, ne? Ich verstehe jetzt auch, wieso dann die Leute so viel Spielzeit da reinstecken. Was halt ein bisschen nervig ist, ich brauche Eisen. Und was bringt der Bohrer mir vielleicht Eisen? Weil wenn hier alles Eisen kostet, wie doof. Nur der Bohrer bohrt. Eisen. Ich meine, klar, das zieht das Ganze hier halt in die Länge, ne? Ich habe Sauerstofftankstufe 2 erhalten, okay? Einfach nur durchs Atmen, oder wie? Wenn es so einfach wäre. Kann ich den jetzt produzieren? Ja, was brauchen wir dafür? Ah, easy! Easy! Moment! Hack. Also ich bräuchte jetzt einen größeren Rucksack. Das ist mal was. Moment, wie geht das hier? Drücken, ne? Den gibt's aber noch nicht. Was ist das? Erhöht das Equipment Limit, ja. Ach so, dass ich mehr Equipment dran. Kann ich den Rucksack mehrmals anziehen? Geht das? Kann ich zwei Rucksäcke anziehen? An vorne, an hinten? Okay, also ich... Wie viel Eisen haben wir denn noch? Kann ich das nicht wieder mitnehmen? Ah, doch, links, ne? Ja. Haben wir noch Eisen? Ja, drei Eisen noch. Yeah.
Kann ich jetzt? Kann ich nicht, weil ich kein Eisen mehr habe und ein Titan mir noch fehlt. Okay, mit 200 Luft macht es auch ein bisschen mehr Spaß, hier rumzurennen, ne? Was haben wir hier? Ist das kein Titan? Ach. Spawnt das auch wieder? Indirekt spawnt das, ja, okay. Also wenn man hier so eine geile Station bauen kann, wie soll ich das erklären? Ich fand Subnautica geil, weil es halt die Gefahren unter Wasser hatte. Ja? Beim ersten Teil vor allem. Und es immer tiefer ging und ich immer mehr herausfinden musste. Und ich fand es beim Zweier so schlecht, dass man so viel an Land machen musste. Und so wenig unter Wasser. Unter Wasser war irgendwie kaum was. Und es ging nicht wirklich tief und es hat mich gestört. Und man hat auch alles irgendwie geschenkt bekommen. Während ich bei Subnautica 1 für alles hart kämpfen musste, um es zu kriegen, habe ich beim Zweier irgendwie alles hingeschmissen gekriegt. So, ah ja, hier, guck mal, jetzt kannst du das schon. Okay. Ach, und das kannst du jetzt auch schon. Okay, ja, dann ist das so. Und das hat mich persönlich ein bisschen gestört. So, ich baue das jetzt bewusst, weil ich wissen will, ob ich es noch drunter bauen kann. Ja, das ist schön. Das geht nämlich bei Subnautica gegen sowas nicht immer. Gut, sind halt so kleine Räumchen, aber ja. So, aber was halt auch geil ist, man kann eine Sofaecke bauen. Brauche ich Stoff für. Ach, fickt euch doch. Okay. Ich will hier so ein kleinen Lagerbereich bauen. Wie kann ich was drehen? Ah, Mausrad. Das rastert doch alles so ein bisschen. Kann eh nicht näher. Doch, ich kann näher. Okay, eine Lagerkiste. Da packen wir mal rein Kobalt. Und Eis. Und Silizium. So. Jetzt brauchen wir einen Schreibtisch. Und einen Stuhl? Nee, aber einen Schreibtisch, dass wir die Bildschirme draufstellen können. Je mehr Planeten du veränderst, umso mehr schaltest du frei. Ja, das ist natürlich auch geil, wenn es über mehrere Planeten geht oder so. Und dann man sich dann da vielleicht im Raumschiff oder Terraforming oder Portale. Was mich ja gestört hat bei, wie hieß es denn? Das habe ich ja dann aufgehört zu spielen. No Man's Sky. War, dass du zwar auch saugeil bauen kannst, wenn du das willst, aber es ist A, sehr lästig gewesen bei dem Spielstand, den ich hatte. Da komme ich wohl nicht dran. Und es macht halt keinen Sinn. Also du bist bei No Man's Sky auf der Suche nach dem Planeten, nach dem Zentrum der Galaxis. Und dann hast du ja dann später auch ein Raumschiff, beziehungsweise ein Trägerschiff, etc. Ja? Das ist alles cool. Aber warum sollte ich dann auf einen Planeten mich niederlassen? Später konnte man, und ich habe mich gerade verlaufen, später konnte man unter Wasser sogar bauen. Also Subnautica Vibes hoch 5, ja. Aber das ist dann halt die Frage, warum sollte ich überhaupt unter Wasser bauen oder auf dem Planeten irgendwas bauen, wenn ich da sowieso weiterfliege? Ja, ich kann zurückfliegen, aber wozu? Also, Mist, das hat mich nicht abgeholt. Ich habe es eigentlich viel zu lange gespielt. Na, hätte ich das mal gewusst, dass hier Sachen drin sind. Na, ich habe es viel zu lange gespielt, No Man's Sky, um zu merken. Ich habe nicht viel Geld bezahlt, muss man auch dazu sagen, ne? Weil es ja so gefloppt war und die Leute nicht so begeistert waren, das trifft es besser. Ja. Ging es halt. War es halt günstig. Hier können wir zwei nebeneinander bauen? Vielleicht. Ha? Ha? Bei mir ist ein Innenarchitekt verloren gegangen. So, und jetzt kann ich hier
Ja, wenn ich noch Silizium hätte. Und Kobalt. Haben wir doch in der Kiste, oder? Ihr wollt mich trollen, oder? Sie wollen mich trollen. Okay, das muss offensichtlich, muss das... Ah! Warum geht das jetzt hier an die Wand und hier nicht? Doch, jetzt geht's hier auch an die Wand. Warum geht's hier nicht an die Wand? Ja, ihr wollt mich doch verarschen! Der geht jetzt auch an die Wand? Nein. Warte mal, das richtig rum ist. Okay. Wir haben zu wenig Energie. Ja, richtig rumdrehen, Hannibal. Das ist mir auch gerade aufgefallen, ja. Und Jesse schreibt es auch. Ja, danke euch. Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ja, es spawnt wieder, weil hier war definitiv kein Eisen mehr vorhin. Definitiv. Aber wie gesagt, später wird das wahrscheinlich auch schwieriger sein zu finden alles, ne? Wir bauen jetzt noch ein bisschen Strom. Dreht das sich nicht mehr? Ist der Wind vielleicht einfach nur? Hat er keinen Bock mehr? Nee. Die Kabel sind auch weg. Ach so. Ich habe das von als Kabel gedeutet. Das ist nur der Schatten. Ich dachte, cool wäre automatisch Kabel. Okay, das hat einen gewissen Radius. Das ist doch jetzt Quatsch. Das dreht sich nicht, weil nicht genug Strom da ist. Und wenn zwei da ist, also das unterstützt ja die Theorie, die Verschwörungstheorie, dass Taifune und Wirbelstürme ja nur kommen, weil Windräder aufgebaut wurden und die erzeugen. Das tut genau diese Theorie befeuern, weil das dreht sich nicht, weil kein Strom da ist, aber der Wind wird doch benötigt, um Strom zu erzeugen. Sei es drum. Ist noch eine frühe Version, ich will nicht mehr gern, aber... So, was haben wir denn hier? Ah ja. Okay, hier gibt es diverse Baupläne, können wir schon mal reingucken. Mhm. Freischaltung für so und so viel TI. Rucksack Stufe 2, was haben wir hier? Solarpanel oder was? Ja. Rucksack Stufe 3, Solarkollektoren. Ich glaube, das ist ein Spiel, da kann ich sehr viel Spaß mit haben. Raketenstartplattform, ja Mann. Heizungsstufe 3, Nahrungszüchter. Das hat wahrscheinlich auch keinen Koop, ne? So wie ich es schon gesehen habe, wird wahrscheinlich reines Singleplayer. Weil es auch einfacher ist, man muss kein Netzwerkcode machen und so, ne? Und keine Einladung, keine Lobby, keine... Aber das für zwei Spieler, Koop, nur zu zweit, würde mir schon reichen. Ich habe kein Eis mehr. Ja, also mit eurer Hilfe komme ich jetzt auch ein bisschen besser rein und es macht durchaus Laune, ja. Hat natürlich starke Subnautica-Vibes, aber das hat man ja schon. So, also dann gibt es das Biodom. Kennt jemand Bud und Doyle? Total bio, garantiert schädlich, den Film. Muss ich direkt dran denken, Biodom. In Bohrer Stufe 3, ein Leuchtfeuer, Bildschirm, Fortschritt. Hier geht's noch weiter. Biodom T2. Das war's erstmal. Was gibt's hier noch? Ah, Seewassersammler. Unterwasserfilter. Und hier gibt's Luftdruck, Sauerstofftank, Bohrer. Was ist das? Kommunikationsantenne. Wie gesagt. Mindestens nur zwei Spieler. Nur ein Kumpel, ein Kollegen, eine Kumpeline, Kollegin, sucht euch aus. Mit wem ihr gern zusammenspielt. Euer Bestie, wie ihr es nennen wollt. Das wäre doch cool. Aber also Solo, ich meine, ich werde auch Solo mit Spaß haben, aber... Ich mag halt Koop, zusammenbauen und so, ne? Dann gehen die Spiele halt auch ein bisschen schneller von der Hand, ich weiß. Und dann heißt das Spiel ist so kurz. Naja, so darf man das nicht sehen. Ja. So
darf man das hier nicht sehen dann. Ja, okay, wir stellen gerade noch da oben die Terrorplattform her, mal eine Heizung. Und dann, ja, dann soll es das auch mal gewesen sein für heute. Also wir brauchen noch diese Bildschirme mit diesem Terraforming hier. Den müssen wir an die Wand klatschen. Da fehlt Silizium. Haben wir ja nicht noch eins in unserer Kiste? Ja. So. Kriege ich den hier jetzt noch? Ja, okay, wir müssen erstmal rumdrehen. Ja, wir können hinten an die Wand hängen, aber ist das so cool? Oder hier in die Mitte, hä? Ah, kommt. So, auf diesem Planeten gibt es keine Wärme, es gibt keinen Sauerstoff, es gibt Luftdruck und es gibt Terraforming. Jo, das haben wir doch jetzt mal erfolgreich erkannt. Also da, wo du bist, wirst du Subnautica leben. Also geht's doch unter Wasser, oder was? Na, ich bin mal gespannt, wo die Reise hier hingeht. So, wir sollen eine Heizung bauen. Dafür brauchen wir Iridium. Wo ist denn das, bitte? Da wird so ein bisschen rot. Jetzt gesagt, ich bin auf dem Mars, aber wahrscheinlich ist natürlich nicht der Mars, sondern irgendein. Da ist noch eine Kiste. Soundtechnisch, ich meine, ja, da ist noch ein bisschen Luft nach oben, aber ist jetzt auch nicht so verkehrt. What the fuck? Okay, lasst mich raten, das Spiel ist jetzt zu Ende, weil jetzt kommen die Meteoriten, richtig? War nett mit euch. Aber das ist solide gebaut, das hält einiges aus, oder? Auf die Art spawnt neues Eisen. Okay, das ist witzig. Ist halt die Frage, wenn es wo einsteckt, wo ich wohne. Oder wo ich gebaut habe, ne? So, Jesse, du darfst mir noch den Tipp geben. Wie finde ich am schnellsten Iridium? Oh, ich bin bei dem Fitzfuchs über erste Schritte drüber übrigens. Egal. Hört mir jetzt erst auf. Iridium. Ich brauche Iridium. Ich renne rum und suche Iridium. Ich bin gerade Richtung Stonehenge unterwegs. Ich will die Heizung bauen. Für die Heizung brauche ich Iridium. Ich muss zurück, sonst ersticke ich. Drücke F9, um das Spiel seiner Wunschliste hinzuzufügen. Nee, ist es schon.
Wohnabteil Fenster. Okay, wir haben jetzt Fenster freigeschaltet. Fuck, ich ersticke. Erstmal Strom. Ich hab doch Strom. Komm schon. Ja, gut, das kann ich ja immer noch Strom bauen, wenn ich... da wo der Sand runterrieselt, sagst du? Okay, wir rennen noch kurz darüber. Zu den Felsen gibt's da leider nichts. Rechts rennen wir Richtung großen Planeten am Himmel. Okay. Problem ist, ich brauche halt Luft hier oben, ne? Jetzt könnte ich natürlich auf halbem Weg könnte ich natürlich ein Gebäude bauen mit. Ist das über Mario Wipes hier? Ja, genau, Wohnabteil mit der Tür, das meinte ich, ne? Fallschaden gibt es aber noch nicht. Okay, ich muss jetzt wieder zurück. Ich möchte in dieses Spiel nicht viel Zeit investieren, weil ich werde es spielen. Es ist ein Spiel, was ich mag vom Spielprinzip her. Ich mochte ja auch Subnautica den ersten Teil sehr. Der zweite war ja eher so meh. Aber war doch okay. Das ist wie gesagt noch eine frühe Version. Hat aber schon deutsche Sprachausgabe, also deutsche Sprache. Ja, Texte in Deutsch. Das ist nicht üblich, ne? Für ein Spiel. Und ich würde mal behaupten, das war wahrscheinlich so eine Messedemo. Und dann hat die Messe nicht stattgefunden oder so. Haben sie gesagt, komm, wir machen es. Wir bieten es bei Steam als Prolog an zum Reinschauen. Ich mache mal den Ton gerade mal ein bisschen leiser. Wenn ich hier noch was erzähle. Oder vielleicht war es auch für Presse gedacht oder so. Und, und jetzt dürfen wir es alle sehen. Also von daher, dafür, dass es so eine frühe Version ist, weil weiß, wann es rauskommt, ne? Macht einen guten Eindruck. Aktuell gibt es das bei Steam. Kann man runterladen. Steht es ja nochmal. Planet Crafter. Unter The Planet Crafter habe ich es gefunden. Aber Planet Crafter werdet ihr auch finden. Das ist wie gesagt ein Early Build. Steht ja unten mit dabei. Jeder, der Bock hat, kann mal so ein bisschen rumprobieren. Ein bisschen rumbauen. Mir gefällt es gut. So ein, zwei Macken hat es noch. Aber hey, es ist wie gesagt ein sehr, sehr früher Early Build. Und da werde ich auf jeden Fall noch ein bisschen Spaß mit haben. Wenn es zumindest rauskommt. Hier werde ich jetzt, wie gesagt, nicht weiterspielen, weil mir hat das gefallen. Und ich brauche es dann nicht nochmal alles spielen, wenn es dann wirklich rauskommt. Dann mache ich das lieber zur Release. Und wenn es auch ein Indie-Titel ist, der vielleicht 20 Euro kostet, 25, das zahle ich gerne. Da zahle ich auch gerne bei Steam den Vollpreis, weil das unterstütze ich dann auch. Das ist mir lieber als irgendein AAA-Spiel, was dann komplett keine Seele mehr hat. Da musste ich aber husten. So. Ja, hier ist jetzt Schluss an der Stelle und zwar für die Aufnahme mit The Planet Crafter ist hier zu Ende. Wer Bock hat, bleibt dabei. Wir machen noch ein bisschen Project Zomboid. Da habe ich mir ein paar Tutorial-Videos angeguckt und Hannibal hat auch noch ein paar Tipps. Mal gucken, ob wir ein bisschen weiterkommen. Aber für alle, die das hier nachgeschaut haben, beziehungsweise angeschaut haben, sich auf YouTube, jetzt kommt Rucksack Stufe 2. Ich höre jetzt trotzdem auf. Ich höre jetzt trotzdem auf. Schönes Spiel, ja, schönes Spiel. So, für alle, die das hier sich angeschaut haben auf YouTube, bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Fitzfuchs und wir sehen uns im nächsten Livestream oder Video.